Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust in Elysian Tale. Und weiter geht's auf der Sorgenwiese, wo wir gucken, dass wir die letzten Secrets noch erwischen. Hopp. Genau, da müsste es nämlich hochgehen noch. Genau, hier ist das letzte Gebietchen. Und es wird still. Au. Also die Atmosphäre gefällt mir ja schon mal gar nicht, wenn es still wird. So, einfach mal konzentrieren auf die Sprünge. Tür. Oh, wieder ein schwarz-weißes Gebiet. Hm. Was finden wir hier denn jetzt Schönes? Nichts bis jetzt. Nur ein Haufen Teller. Ich höre schon den Käfig. Genau. Gut, gucken wir mal hinein. Und wir befreien irgendeinen schwarzen Samurai, der einfach abgehauen ist. Ja, ich kenne nicht alle Figuren aus diesen Spielen. Deswegen kurz gucken. Ist hier unten was? Ja, hier unten sind Schlüssel. Und Schultische. Will uns das etwas sagen? Schulbildung ist gefährlich oder sowas. Oder geht zur Schule, sonst werdet ihr in so einem Loch eingesperrt. So, hier wieder rüber. Aua. Naja, einmal in die Stachel springen ist noch erlaubt. Und dann müssen wir hier hoch. Ne, halt, hier müssen wir erst wieder runter. Genau. Eins nach oben und dann in das Herrenhaus hinein. Weil da ist noch das letzte Secret hier versteckt. Genau, dann haben wir alles, oder? Ja, 98% haben wir schon mal. Dank Fidgets Schatzsinn finden wir auch immer alles. Hallo Türsteher. Ich möchte gerne rein. Hier ist Zuliga ist freigesprengt. Du kannst ruhig da stehen bleiben. Wir werden ja zum Glück nicht mehr verfolgt von Kanes Zorn. Hust. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, solche Schleichwerbung machen. Wenn es einer nicht verstanden hat, ich meinte, dass etwa von Command & Conquer 3 Tiberian Wars war es. Genau, ich bringe die Teile mittlerweile durcheinander. Das heißt ja Kanes Zorn, wenn man es richtig übersetzt. Falsch übersetzt heißt ja Kanes Rache. Die Schleichwerbung war aber jetzt nicht Absicht. Gut. Geh weg mit deinen Explosionszombies. So, hier gibt's irgendwas. Ein Schlüssel. Wie viele haben wir denn davon noch? Da bin ich doch gerade gewesen. 10, also. Können wir noch mindestens zwei Käfige und zwei Kisten öffnen. So, runter. Immer schön runter. So. Die Gegner ignorieren wir jetzt einfach mal. Gekonnt. Und verlassen die Sorgenwiese. Jetzt auch endlich mal.
Dann haben wir eigentlich nur noch was am Schneepass, wenn ich richtig weiß. So. Den Türsteher lassen wir auch mal mit seinen Zombies da. Weltkarte, genau. Schwarzmoorberge. Es fehlt uns ein Schatz und ein Gebiet. Ich glaube, ich gehe mal von unten hinaus herein. Habe ich da schon gerade was gesehen oder? Nö, das ist nichts. Dann gucken wir weiter oben. Da könnte was sein, wenn wir dorthin kommen würden. Nein, da ist nichts, da kommen wir nicht hoch. Nope. Gucken wir mal kurz in den Notizen. Das ist was für den Krieg. Ah, das hier könnte etwas sein. Unheimliche Biegung. Müssen wir uns mal genauer umgucken. Nach einer komischen Biegung. Mal kurz auf die Karte gucken. Hier war das Secret mit dem komischen Staubtornado. Dann gucken wir uns mal hier weiter um. Ja, hier geht's zurück. Ah, hier haben die Gegner nochmal ein bisschen was drauf, weil es ja... Das ist eigentlich das vorletzte Gebiet. Aber hier hinten gibt es nichts. Nö. Auch wenn ich der Meinung bin, dass das hier, dass das hier wirklich sein könnte. Genau das nämlich. Einfach in der Sonne stehen bleiben? Nö, das bringt nichts. Also ich glaube jedenfalls, dass es nichts bringt. Und hier gibt es auch nichts. Hier gibt es auch nichts. Dann gucken wir weiter den Berg rauf. Irgendwo wird es ja was geben. Und ein Hund, der Eiscreme dabei hatte. Wow, wow, wow. Das nenne ich hochkatapultiert werden. Hier vielleicht? Nö, hier geht es nur nach oben. Ah, aber hier. Hier geht es nur im Doppelsprung hoch. Aber hier war ich, glaube. What? Ja, was zur... Ah ja. Leute, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ganz ehrlich nicht. Wie geht's jetzt hier weiter? Ah ja, so. Okay. Nein. Da geht's nicht weiter. Dann gucken wir mal hier weiter. Ah ja. Das war schon mal richtig, aber... Zwei Türen? Ach kommt, zwei Türen ist mies. Woher soll ich jetzt wissen, welches die richtige ist? Ah ja, so geht's hier weiter. Bringt mir nur nichts. Okay. Ah, da ist der Käfig. Gut. Ah, runter können wir schon mal.
Da können wir wieder hoch, das will ich aber nicht. Ich will hier hoch und Käfig. Ey, das ist der Kleine aus Fez. Gomez, genau. Ich habe ja auch schon ein Fez-Let's Play gemacht. Also den hier nicht zu kennen, das wäre peinlich für mich. Und jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückfinden. Ja, und Gomez chillt da jetzt rum. Also ganz ehrlich, Leute, das war jetzt richtiger Mindfuck, was das hier gerade ist. Aber ganz, ganz ehrlich... So, hier müsste es doch langsam dann zurückgehen, hoffe ich mal. Jupp. Runter. Und Tür. Und Gott sei Dank, wir sind draußen. Und was sagt die Karte? 100%, jawohl. Also, weg von hier. Das war echt, wie könnte man das sagen? Das war der Splitscreen of Doom. Ja, genau, so nenne ich auch die Folge. Perfekter Name für die Folge. Ist ziemlich passend. Den Teleporter benutze ich jetzt nicht. Sondern ich gehe einfach hier runter. So, jetzt geht es dann endlich mal wieder weiter im Dämmerwaldbecken. Weil, wie man sehen kann, alles andere ist abgeschlossen. So. Gucken wir uns mal hier im Dämmerwaldbecken um. Da gibt es auf jeden Fall noch... Wow. Achso, ihr seid die Guten. Ihr seid die Guten, die auf Schläge aus sind. Na, Ginger. So, dann gucken wir mal. Ups. Wo könnte hier noch was verborgen sein? Hier gibt es schon mal Dampf. Ah, hier. Gut, je weiter, je höher man abspringt, desto höher fliegt man auch, was Sinn macht. Ring des Wissens. Gucken wir mal, was für Ringe haben wir. Den haben wir gerade angelegt. Ring des Wissens. 8 Regeneration, Angriff, Verteidigung. Den könnten wir den hier eintauschen. Ja. Objektor brauchen wir zurzeit nämlich gar nicht mehr so wirklich. Gut. Wow, dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Jetzt müssen wir nämlich... achso, euch gibt's ja auch noch. Pseudo-unsichtbare Assassinen mit ihren defekten Tarnanzügen. Ja, wisst ihr, wenn ihr so viel so rumblitzt, dass euch selbst ein Blinder sieht, dann kann ich auch nichts dafür. Ah, ich höre dich doch. Und selbst wenn euch der Blinde nicht sieht, hören tut er euch. Ihr seid nämlich viel zu laut. So, dann schießen wir uns mal wieder in die Lüfte. Empor und gucken mal. Hier oben ist auf jeden Fall ein Schatz und Gegner. So. Aber bevor ich jetzt weitergehe, gibt es erst einmal wieder einen Cut. Bis gleich.